Der Mai ist die ersten Tage alt, hat aber offensichtlich noch Freude am unbeständigen, auch mal aufbrausenden Wetter seines Vorgängers im Kalender. So erleben wir einen stürmischen Besuch in der Baumschule Hellwig. Für unsere aktuellen Gartentipps können wir uns glücklicherweise in das große Gewächshaus zurückziehen. Ilona Hellwig und ihr Team haben dieses komplett umgestaltet. Und zwar ebenso nicht ganz freiwillig. Ja, wir mussten aufgrund der Sturmansage kurzfristig unser komplettes Konzept ändern, was aber auch Spaß macht. Und uns gefällt es jetzt eigentlich ganz gut. Aber wir konnten unsere ganzen Pflanzen sturm- und kältesicher unterbringen und das war uns wichtig. So steht Kundinnen und Kunden die Ware gut geschützt und gut sortiert in gewohnter Qualität zur Verfügung. Das Sortiment an Beet- und Balkonpflanzen ist noch einmal größer in diesem Jahr. Ob stehend, kletternd oder hängend, der Gestaltungsfreude sind keine Grenzen gesetzt. Auch Ampeln und Hanging Baskets sind wieder mit von der Partie. Übrigens zwingt das Wetter der letzten Zeit nicht nur zur Umgestaltung im Gewächshaus. Das ein oder andere an Ware ist auch einfach noch nicht verfügbar. Ilona Hellwig hat da ein Beispiel. Ich kriege zurzeit sehr viele Anrufe und die Kunden fragen nach Stachel-Johannisbeeren. Wir haben gesagt, Mitte Mai würden welche kommen. Aber wenn wir uns die letzten Tage angucken und die letzten Wochen, es war einfach zu kalt, es wächst nichts. Also verschiebt sich aufgrund der wirklich natürlichen Umstände diese ganze Geschichte der Stachel-Johannisbeeren auf Ende Mai, Anfang Juni, anders geht es nicht. Wir sind von der Natur abhängig. Das gilt auch mal für den Nachschub der ein oder anderen Gemüsepflanze. In der Regel ist das Sortiment aber in seiner ganzen Breite verfügbar. Für den Gemüse- wie auch Beet- und Balkonpflanzenkauf hat Ilona Hellwig noch eine Bitte an ihre Kundschaft. Bitte bringen Sie Ihr eigenes Leergut mit, Ihre eigenen Kisten. Jeder hat sowas zu Hause. Bringen Sie die mit her. Sicherlich haben wir kleinteilige Sachen, aber wir schaffen es nicht. Und ich sehe auch nicht ein, dass ich Berge an Pappkartons und Tüten verbrauchen muss. Jeder hat sowas zu Hause. Bringen Sie Ihr Leergut mit, füllen Sie sich das voll. Und es ist allen geholfen und am allermeisten der Umwelt. Damit wollen wir uns jetzt noch die ein oder andere Empfehlung etwas näher anschauen. Hortensien sind ein prachtvoller Gartenschmuck mit viel Grün und reichlich Blüten. Die Sorten hier in der Baumschule Hellwig übrigens auch dann, wenn ein später Frost zuschlägt. Eine Hortensie ist ganz neu in diesem Jahr. Sie trägt den Namen Runaway. Ja, sie läuft eben weg. Aber das soll heißen, das ist eine Hänge. Hortensie, sie blüht immer am einjährigen Holz. Und wenn man die in ein höheres Gefäß pflanzt, dann hängt die runter. Man kann sie aber auch ins Beet pflanzen, dann kriecht sie am Boden entlang. In etwa wird sie so 50, 60 cm hoch und bildet dann ihre Ausläufer. Sie ist auch was für den Halbschatten. Absolut eine tolle Neuheit, total blühfreudig und ich denke, das wird wieder auch ein Renner im neuen Hortensiensektor. Immer ein Renner, auch in diesem Jahr, sind einfach die Kräuter. Gerade jetzt noch einmal mit sehr viel mehr Vielfalt. Unzählige Varianten bekannter Tee- oder Würzkräuter versprechen Geschmackserlebnisse und eine Bereicherung für die heimische Küche mit manch vielleicht im Urlaub schätzen gelernter internationaler Nuance. Kräuter sind natürlich ideal und frisch auch auf dem Balkon zu Hause. Und für Balkon oder auch Kübel gibt es kulinarisch noch weit mehr Möglichkeiten. Es kann auch für süße Früchte gesorgt werden. Da kommen längst nicht mehr nur Erdbeeren in Frage. Viele Züchter haben sich darauf spezialisiert, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren für den Kübel zu produzieren. Das heißt, sie werden nicht so groß, sie gehen nur auf 80 cm hoch. Sie sind kundenfreundlich, das heißt, sie haben keine Stacheln. Und sie haben eben viele Vorteile, dass man eben den ganzen Sommer über naschen kann. Fürs Müsli findet man immer was. Neu hierbei ist eine schwarze Maulbeere, die letztendlich von Mai bis September trägt. Sie blüht und man kann laufend ernten, ohne Probleme. Es ist immer was, was man zum Naschen findet. Von daher, warum nicht? Unsere letzte Empfehlung für diese Gartentipps ist eine Neuzüchtung aus dem Hause Kienzler. Ein attraktiver Kugelamaranth.
Diese Pflanze liebt Sonne und Hitze und braucht dazu wenig Wasser. Das klingt nach pflegeleichter Freude für Garten und Balkon. So klein bleibt sie übrigens trotz sparsamen Wasserverbrauchs bei weitem nicht. Ein Ausblick. Schlussendlich geht sie in etwa auf 50 x 50 cm hoch und breit. Die Blüten sehen aus wie Schnittlauchblüten, in etwa von der Größe her, aber unzählig viele. Und das Schöne daran ist, es ist ein Schmetterlingsmagnet. Also wir tun noch richtig was für die Insekten mit dieser Pflanze. Sie können diese Pflanze auch ins Beet pflanzen, an trockenen Hängen, wo sie Schwierigkeiten haben mit Wässern und so weiter. Sie schafft ein Blütenmeer von Juli bis in den tiefen Herbst hinein. Mit dieser hitzeliebenden Pflanze möchte Ilona Hellwig auch eine kleine Benefizaktion verbinden. Frau Hellwig und ihr Mann lieben nämlich auch die Hitze und reisen gern und viel durch Afrika. Freunde in Namibia organisieren aktuell eine Suppenküche in der Stadt Omaruru. Wir wollen mit dieser Pflanze 50 Cent, die Sie bezahlen, und wir legen 1,50 Euro rauf, 2 Euro für die Suppenküche nach Omaruru überweisen. Wer das verfolgen möchte, kann auf Facebook gucken oder einfach mal googeln nach Suppenküche Omaruru und sieht tatsächlich, was ich meine. Eine Suppenküche, welche die Schwächsten der Schwachen unterstützt. Kinder. Kinder, deren Eltern durch den Corona-bedingten Einbruch im Tourismus derzeit noch weniger Mittel haben, ihre Familien mit dem Nötigsten zu versorgen. Helfen Sie mit. Unterstützen Sie die Benefizaktion durch den Kauf eines Truffula Pink Kugelamaranth. Und erfreuen Sie sich zum Dank an einer pflegeleichten, lang andauernden Blütenpracht.